Willkommen zum Krone.at Live Talk hier aus dem Newsroom der Kronenzeitung. Ich habe natürlich dich hier und den muss man nicht mehr vorstellen. Norman Schenz, auch dabei, Chef. Du kennst dich aus, wo die Promis zu Hause sind und vor allem das Zuhause ist das richtige Stichwort. Peter Alexander Villa wird versteigert. Und du hast die Infos dazu. Ja, dieser Tage ist wirklich in aller Munde der Verkauf der Peter-Alexander-Villa nahe des Grenzinger Friedhofs, eine Top-Immobilie, die aber lange Zeit einfach nicht an den Mann bzw. die Frau bekommen werden konnte. Der Grund dafür, man wollte einfach ein bisschen zu viel dafür. Was war denn der Ursprungspreis oder was will man denn jetzt dafür haben? Also die grundsätzliche Vorstellung ging in die 5,5 Millionen Euro Richtung, was an und für sich eigentlich ja adäquat wäre, wenn man den historischen Background zu der Immobilie weiß und auch irgendwie eingedenk dessen einen Preis evaluiert und festsetzt. Nur es hat sich eben kein Käufer gefunden. Und zu guter Letzt war es dann eben so, dass der Sohn Michael einen Immobilienmakler, einen Innsbrucker Immobilienmakler damit beauftragt hat. Und der hat jetzt ganz offensichtlich eine potenzielle Klientel gefunden. Und auch den Preis herabgesetzt. Ich glaube, wenn das richtig ist, 4 Millionen. Schnäppchen. Also kann sich jeder von uns natürlich leisten. Was sind denn da Kriterien? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich da natürlich jetzt auch als Journalistin hingehen könnte und mitbieten. Also ich glaube, liebe Sasa, selbst wenn du und ich zusammengelegt hätten, wir hätten es nicht geschafft, die 400.000 Euro, die man auf ein Treuhandkonto mal vorab überhaupt einlegen musste, als Sicherheit quasi. Als Sicherheit dorthin zu bringen, um überhaupt an dieser Versteigerung teilnehmen zu können. Das Ganze okay, ist also es gibt sogar Aufnahmebedingungen quasi. Ja, selbstverständlich. Ich meine, es kann nicht jeder dahergelaufene Society-Journalist zum Beispiel sagen, ich will da mitbieten, auch wenn es noch so interessant wird, dort Mäuschen zu sein. Denn, das sei auch gesagt, für alle, die vielleicht da einen Blick hinwerfen wollen, es wird nicht öffentlich sein. Das heißt, es findet alles sehr im Geheimen statt. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wer hat einfach 4 Millionen für ein hübsches Häuschen in Wien? Wie groß ist denn die ja, die Schicht, die sich das leisten kann, wie viele Bieter werden da erwartet? Kannst du uns da was verraten? Also es ist sehr wohl ein eingeschränkter Käufer, eine Käuferschicht, die eingeschränkt ist, denn da kommen wir in die Kategorie eines Martin Schlaff, da kommen wir vielleicht in die Kategorie eines Georg Stumpf und dann wird die Luft da oben aber schon relativ dünn und diejenigen, die Immobilien haben wollten in dem Kretzel, Haasgraben-Kretzel, die haben schon ihre Immobilie. Also es bedeutet, vielleicht wird ein russischer Käufer zum Beispiel zum Zuge kommen, wo ja der eine oder andere Oligarch 4,5 Millionen Euro einfach so im Vorbeigehen hat. Jetzt muss man natürlich auch noch fragen, es gab damals diesen Streit mit der Haushälterin, die ja ihre Rente eingefordert hat. Das Geld, bekommt das dann nur der Sohn? Wird das aufgesplittert oder darf man rechtlich dazu gar nichts sagen? Ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang erstens rechtlich nicht ganz unrichtig ist, wenn man sagt, sie hat eine Sache getan, sie hat 14 Jahre lang ihres Lebens, hat sie für und mit Peter Alexander gearbeitet in seinem Haushalt. Wie jetzt die Aufteilung letztendlich dann ist, das weiß nur der Notar und der wird kein Wort darüber sagen. Aber de facto ist es so, dass sein Sohn Michael der einzige Erbe ist, nachdem seine Tochter ja nicht mehr im Leben ist und seine geliebte Ehefrau, die Hilde, auch 2003 verstorben ist. Also das bedeutet, vielleicht hinter den Kulissen wird noch die eine oder andere Streiterei ablaufen, denn wir reden hier von Peter Alexander Vermögen von einer Höhe von geschätzten 100 Millionen Euro. Unfassbar eigentlich. Da ist das Haus dann in dem Fall eigentlich wirklich ein Schnäppchen, der kleinste Teil sozusagen. Wie siehst du die Chancen, dass das Haus morgen Freitag weggeht? Ich glaube, dass das, nachdem jetzt mittlerweile ein Käuferkreis von 8 potenziellen Käufern da sein wird, und die haben auch heute eine Begehung gehabt, dass da vielleicht unter Umständen auch der Makler damit kalkuliert, dass die sich gegenseitig ein bisschen hochbieten, was ja durchaus auch sein kann. Was man aber schon an der Stelle sagen muss, und es gibt ja auch Bilder, die an die Öffentlichkeit gelangt sind von dem Haus, es erinnert nicht mehr sehr viel an Peter Alexander. Also man kann sagen, sein Spirit ist zwar omnipräsent, aber dass man jetzt sagt, dass das ganze Haus voller Modelleisenbahnen ist oder irgendwelcher FC Bayern-Trikots, Peter Alexander war glühender FC Bayern-Fan, dem ist nicht mehr so. Es ist neu ausgemalt worden, es ist neu hergerichtet worden. Was natürlich jetzt von Vorteil sein kann, allerdings auch zum Nachteil, wenn es jemand mit einem gewissen Bezug zu ihm kaufen möchte. Vielen lieben Dank, dass du da warst für all diese Infos. Und wir sehen uns bald wieder, und zwar am Dienstag beim Livestream.